Guten Abend, Herrschaften, und willkommen zurück zu Age of Empires. Warum auch immer habe ich anscheinend gelben Ping oder auch nicht. Ich habe eigentlich jetzt gerade alles geschlossen, was das beeinflussen könnte. Also mal gucken, wie das aussieht. Ich sehe gerade, die Ausschlagkurve ist ziemlich hoch. Ich glaube, ich habe das Mikrofon ein wenig zu empfindlich gestellt. Also mache ich so ein bisschen Zeitaltland Cap. Ja, ich bin mit dem Gap zusammen. Bam! Und warum? Ah nein, scheiße, ich bin nur noch Inder. Kacke. Das war ja eigentlich mehr so ein Probelauf oder so. Aber so, wie es jetzt hier aussieht, ist es, muss ich sagen, ausgesprochen fair. Briten, Franzosen und Japaner in anderen Team, scheiße. Osmanen, Holländer und Inder in meinem. Der Captain ist Osmane, das heißt, wir werden wahrscheinlich. Der Holländer wird wahrscheinlich Kavallerie machen. Oder ich. Ich muss eigentlich Sepoys machen. Das andere macht sich mit den Indern schlecht. Beziehungsweise nicht ganz so gut, um schnell zu spielen, weil die Briten, Japaner und Franzosen haben alle starke Wirtschaften, aber erst später. Am Anfang haben die Osmanen natürlich einen Riesenvorteil und teilweise auch die Inder, weil die Musketiere entsprechend stark sind, ohne irgendwelche Upgrades. Und die Holländer sind natürlich auch nicht zu verachten. Sie haben ja so eine durchweg gute Wirtschaft eigentlich die ganze Zeit. Würde ich mal so sagen. Schön, wie ich wieder 10 Jahre im Ladebildschirm verbringe. Adish? Adish? Hello? Und da vier Shikari. gleich auf den. Ach nee, hier, geht auf den. Shikari. Shikari. Ja, Kaya. okay, gut. Nekarunga. Ich verstehe seine Nachrichten nicht ganz, aber naja. Zump, zump. Ich komme mir ein bisschen doof vor, wenn ich das nachfrage, aber ich muss es nachfragen, weil. Okay. Das heißt, ich mache nicht das rote vor, oder? Recon. Was? Was will der? Ich weiß nicht, was der meint. Auf jeden Fall werde ich dann wahrscheinlich. Oder mache ich das? Doch, ich mache. Warum legt denn das so? Das heißt, ich werde hier an meiner offenen Stelle erstmal das rote Vorjahr errichten. Hier irgendwo, wo das zum Plateau hochgeht. Genau. So, dass man da schon mal nicht gegradet werden können. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Ich habe sonst eigentlich immer nur komplett richtig voll drauf angegriffen. Aber naja, mal schauen. Ich weiß immer noch nicht, wieso ich ein Deck für Yucatan gemacht habe. Keine Ahnung, was da jetzt das Besondere dran war. Das schon ewig nicht mehr gespielt, weil irgendwie spielt jeder. Hallo, bitte betäuben. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Betäuben. Danke. Beides angreifen. Und dann den Schatz einsammeln. Weil irgendwie spielt jeder nur noch Prärie oder Deckern. Was ein bisschen langweilig ist, aber naja. Dinge passieren. Warum bauen die das jetzt nochmal zusammen? Und zwar beide so. Ist eigentlich relativ dämlich. Also im Vertrag ist klar, braucht man Platz, aber so finde ich das ein wenig sinnfrei, muss ich sagen.
Ach stimmt, scheiße, ich muss die Kühe hier einsammeln. Da war ja was. Warum legt das jetzt nochmal so? Kann das mir mal jemand sagen? Es macht so keinen Spaß. Von den Black and White 2 funktioniert ja auch nicht mehr. Einfach so. Falls es Leute gibt, die Black and White 2 und Age of Empires hier nachverfolgen. Egal was ich mache, es funktioniert einfach nicht. Ja, schön, wie es einfach leckt. Komm, schauen wir doch mal die gegnerischen Städte an, damit es noch mehr leckt. Erstmal Standbild. Ist das nicht toll? Hallo. Schon so ein bisschen belastend, muss ich sagen. Toll, hat er die Kühe einfach getötet. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so toll, aber naja. Ich war auch schon mal besser. Hey, hey, nach unten, nach unten. Hallo. Ich krieg's Kotzen, wenn es hier so leckt. Das ist schlimm. Ich habe absolut keine Ahnung, warum. Ich habe nichts mehr offen. Hat er mir gerade den Schatz geklaut? Tatsache. Der Sack. Was brauche ich denn? Hier, Kamel. Kann ich auch sagen, dass es nicht mehr angreifen soll? Toll, jetzt greift er meine Siebers an. Super. Vieh. Was macht er denn? Hallo? Also, wenn es weniger längen würde, könnte ich auch besser spielen. Bloß so kann ich nicht spielen. Dies ist mir leider unmöglich. Nein, du sollst einfach nur die Scheiß. Nein! Was? Daikav? Was für der?
Sorry, dass es so leckt, dass ich mein, dass ich nicht kontrollieren kann, was meine Kavallerie macht. Rage-Folge. Super. Echt super. Schafft man nicht mehr. So, dann können wir auch gleich uns das hier holen. Dann generieren uns nämlich Kamele gleich Nahrung. Was auch eine nette Geschichte ist. Ich hoffe, er meint sich damit und nicht. Nee, kann er nicht. Wie soll ich denn bitte agen, Junge? Gott, ich bin so mies. Ist richtig schlimm gerade. Schon seit Ewigkeiten nicht mehr, ja. Kühe haben die leider auch nicht, die haben sie mir alle weggeschnappt. Ja, das stimmt, der andere ist ja Japaner. Der braucht die ja auch. Das ist dann kein Wunder. Ja, es ist ein bisschen schlecht. Und er hat nix. Er hat Spahis. Ja gut. Oh Gott, wie leckt es denn einfach? Das ist schlimm. Hallo, ihr sollt zurückgehen, Spacken. Vier Team Speis, das ist ordentlich. Ah, ich packe die Speichers gleich wieder hier rein. Sorry, dass ich gerade ein bisschen wenig geredet habe.
शरीर मार सकता है पर आत्मा अमार है। शरीर मार सकता है पर आत्मा अमार है। Ich gebe mein Bestes. Ja. Wunderbar. Das bringt nichts. Ich muss zurück. Weil ich wenigstens noch ein paar hier heilen kann. So, dann haben wir jetzt hier nochmal eine Truppe Musketier. So. Dann ist nochmal ein Upgrade für die Wirtschaft. Bauen wir noch einen heiligen Schrein hin. Nahkampfgriffe erhöht, bringt mir nichts. Zamboraks schwere Kavallerie bringt mir auch nichts. Das bringt mir höchstens was. So. Jetzt kommt mal eine ordentliche Truppe an. Gokas. Ja, das Festungswetter hat erreicht, das ist gut. Und ich bin restlos mies. Okay, naja, wenn er denkt, das ist eine gute Idee. Hat er sich erstmal zurückteleportiert, der Junge? Naja, hätte ich auch gemacht, und der an seiner Stelle. Uiuiui. Ich hoffe, die Revolte reißt es doch nochmal rum. Ja, blöd, wenn nicht. Ja, ich hoffe. Boah. Oh. Oh. Zwei große Bombarden. Ah, stimmt, er hat die Fabrikwagen. Ja, boah, ist das geil. Okay, der Captain ist super. Aber das ist auch zu erwarten. Ne, den Hafen bringen wir jetzt ja herzlich wenig. Ich frage mich, erzeugen dann die Minute. Die Dorfzentren der Osmanen, wenn sie in der Revolte sind, auch noch automatisch Minutemen? Hier diese Milizionäre? Das wäre ziemlich nice. Oh, ich habe ein bisschen zu viel. Ja, ist ja okay. Zwei Häuser rein. Na, Glückwunsch. Wall rein.
Mac Shikari. Adesh Shikari. Adesh? So, und ihr geht hier nach unten. Wir gehen noch mal ein paar nach da. Und hier bauen noch ein paar Häuser. Ich baue hier nochmal sicherheitshalber eine Mauer hin, dass wir uns nicht irgendwo ein bisschen schwere Kavallerie überraschen können. Das wäre recht mies. Achso, das sind die unsere. Ja, ich glaube, das sollten wir gewonnen haben, aber nur dank des Captains. Weil er so eine riesen Schlagkraft jetzt hat auf einmal. Jetzt haben wir wieder zu viele Münzsammler. Toll. Huch, ich habe keine Kamele mehr. Ja gut. Aua, Rückzug. Oh, das sind Fabriken, das ist nice. Oh, zum Glück bin ich ja nur ein kleines bisschen eingebrochen mit meiner Wirtschaft. Mit meinen Punkten meine ich. Wie mies. Endlich. Und du auch. So. Dann ihr. Ich weiß nicht, was besser wäre. Hier einfach das. Was macht ihr denn? Doch mal nochmal einiges gegeben. Ha,
Shikari. Das war jetzt immer Glück gehabt. So, dann haben wir jetzt noch die Fechtschule. Was? Der will jetzt schon weiter? Das hätte ich dem jetzt aber nicht geraten. Ah, stimmt, wir müssen hinne machen. Ansonsten ist er nämlich ziemlich mies dran. Oh, ach so, das sind nur Kulverin. Na komm. Grün hätte durchaus mal ein bisschen früher ankommen können. Ach, ist er doch raus. Oh, das ist ja nett. Uiuiui, Gott, das war so ein schlechtes Spiel meinerseits. So ein schlechtes Spiel. Es tut mir echt leid, dass ich sowas hoch hier aufnehme, aber ich muss jetzt mal wieder was hochladen. Eieieiei, es tut mir echt leid. Also alle Leute, die Inna können, die werden sich wahrscheinlich dann die Haare raufen. Aber naja. Wir haben zumindest gewonnen, dank des Leutnants. Eieiei. Also,
Bis dann, Leute. Haut rein und tschüss.